Willkommen zum Podcast mit Eckhard von Hirschhausen. Nichts ist spannender als das Leben, besonders wenn jemand sich weiterentwickelt. Mein heutiger Gast, der früher mit seinem Programm sehr erfolgreich die Hallen füllte und im Fernsehen viele erfolgreiche Shows moderiert, hat eine neue Lebensaufgabe gefunden. Ich bin nicht mehr auf dem Stand von Die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Das war vor 10 Jahren, war das, was ich sozusagen in die Welt bringen wollte und konnte. Aber die Welt ist nicht mehr so wie vor 10 Jahren und ich bin es halt auch nicht so. Und dann gibt es natürlich ein paar Leute, die sagen, ach, der Hirschhausen ist jetzt auf dem nächsten Modethema drauf. Nee, das ist kein Modethema, das geht auch nicht mehr weg. Das wird noch schlimmer. Und deswegen werden die Leute hoffentlich auch verstehen, dass ich, weil ich sozusagen die Welt aus der Sicht der Medizin anschaue, genau zu diesem Thema auch nicht mehr länger die Klappe halten kann, auch wenn es nicht alle hören wollen. Warum eine Frau dabei eine große Rolle spielte, er 3 Jahre für sein neues Buch brauchte und junge Menschen ihn mit ihrem Engagement fast in eine Midlife-Krise gestürzt haben, darüber sprechen wir. Herzlich willkommen, Eckhard von Hirschhausen. Hallo Silvi. Ich halte dein Buch in den Händen und ich muss sagen, da hat man tatsächlich was in der Hand. Ja, ich habe das gesagt, das Geburtsgewicht ist 1000 Gramm. Aber nicht nur das Gewicht, also wirklich danke für dieses tolle Buch, für die Einsichten, Ausblicke. Das war eine sehr inspirierende Lektüre für mich. Ach danke, jetzt ist die Sendung eigentlich schon vorbei, oder? Ja, stimmt. Tschüss, Eckhard, war schön mit dir. Quatsch, ich wollte schon gerne noch ein bisschen länger mit dir reden. Danke für das Feedback, du warst eine der allerersten. Aber das ist für mich der Anfang von etwas, wo ich selber mich auf eine Reise begeben habe. Ich nenne es ja auch so subjektives Sachbuch, es ist ein Reisebericht und der Start der Reise war eigentlich eine Begegnung mit einer Frau. Die Frau, die dich inspiriert hat, war ja Jane Goodall, die bekannte Schimpansenforscherin. Warum? Was ist das Besondere an ihr? Na, es ist echt eine der beeindruckendsten und charismatischsten Persönlichkeiten, die ich jemals in meinem Leben treffen durfte. Und ich hatte die ist schon ganz, ganz lange sozusagen auf meiner Wunschliste. Und dann gab es beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis die Gelegenheit. Und das ist eigentlich eine sehr zierliche, stille Engländerin, die aber wirklich weltberühmt wurde, dadurch, dass sie eben mit Mitte 20 in den Urwald ging und sagte, ich möchte mal wissen, wie Menschenaffen eigentlich wirklich sind. Und dann hat sie herausgefunden, dass sie uns viel näher sind, als wir mal dachten. Wir dachten, wir sind doch die Krone der Schöpfung und alle anderen sind irgendwie, können gar nichts. Und die fand heraus, sie sind uns sehr viel ähnlicher. Und dann hat sie eben sich dafür eingesetzt, deren Lebensgebiete zu schützen. Und sehr schnell hat sie verstanden, dass nicht nur die Menschenaffen, sondern wir Menschen als Ganzes in höchster Gefahr sind. Und seitdem ist sie eben unterwegs. Und ein Satz, den ich gerne auch an alle FFH-Hörer weitergebe, eine Frage besser gesagt, sie sagte, mitten im Interview drehte sie sozusagen die Rollen um und guckte mich an und sagte, wie kann das sein, dass wir Menschen immer betonen, dass wir die intelligenteste Art auf dem ganzen Planeten sind und wir zerstören unser eigenes Zuhause. Und das hat so gesessen, das ging mir so tief und dann dachte ich, stimmt, das ist die wichtigste Frage, der wir uns alle jetzt stellen müssen und auch ich. Und so gesehen war das der Startschuss und dann habe ich gedacht, weil mir da wirklich keine kluge Antwort einfiel, es muss doch kluge Antworten auf dieser Erde geben. Und dann habe ich mich aufgemacht, habe Ernst-Ulrich von Weizsäcker getroffen und Lisa Neubauer und habe die Scientists for Future gegründet und habe die eine eigene Stiftung jetzt gegründet, Gesunde Erde, gesunde Menschen, habe mit Ärztepräsidenten und mit Ministern von Gesundheit und Umwelt und wirtschaftlicher Zusammenarbeit und allen geredet. Und ich habe jetzt wirklich sozusagen eine neue Lebensaufgabe gefunden. Ich weiß noch gar nicht genau, wo das hinführt. Du schreibst ja im Buch auch, dass die junge Generation, also diese engagierten jungen Menschen, dich in so eine Midlife-Krise gestürzt haben. Total. Also ich war kurioserweise, ich bin ja Jahrgang 67, als ich sozusagen mit der Schule zu Ende war, war schon einmal ziemlich viel Thema Sauerregen und was ist mit dem Waldsterben und so weiter. Da war ich auch schon ziemlich öko sozusagen, nannte man es damals, ziemlich so engagiert. Aber das geriet dann irgendwie so in Vergessenheit, weil man das Gefühl hatte, ach, so schlimm ist es doch nicht gekommen. Wir können weitermachen wie bisher. Und das war eben ein großer Irrtum. Hätten wir damals schon angefangen, unsere Emissionen, unsere Treibhausgase zu reduzieren, es wäre eine viel einfachere Aufgabe als heute, wo wir auf einem ganz, ganz anderen Niveau sind und weiter immer mehr emittieren, also in die Atmosphäre schicken. Und es sind noch andere Begegnungen, die mich geprägt haben. Zum Beispiel Alexander Gerst, der Weltraumfahrer,
Mit dem hatte ich auch ein tolles Gespräch und der sagte, wenn man sozusagen jung ist und in den Weltraum will, dann denkt man, das ist der besondere Ort. Und wenn man dort oben ist und zurückschaut, kapiert man erst, die Erde ist der besondere Ort. Der Rest des Universums ist vergleichsweise langweilig. Da ist es kalt, da ist nichts los, da gibt's niemanden. Da kann man auch gar nicht leben. Und wir sind der einzige Ort mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen. Und er sagte, diese Kostbarkeit, die wir hier haben, die muss man sozusagen erstmal von außen sehen, dass man versteht, was wir gerade auch aufs Spiel setzen, zum Beispiel die Atmosphäre. Denken wir immer, wenn wir unseren Sinnen trauen, wenn man so durch die Straße latscht und in den Himmel guckt, denken wir, ach, da ist ja noch viel Platz. Ja? Wir denken, ach komm, wir können ja noch einen nächsten SUV kaufen und nochmal Kohlestrom. Das wird sich irgendwie da oben verteilen. Ja? Das verteilt sich aber nicht. Das ist eine hauchdünne Schicht aus dem Weltall. Siehst du, die Atmosphäre ist wirklich so eine, wie so die Haut von einem Apfel. Das ist ein ganz, ganz kostbarer und das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Und wenn wir die zumüllen, dann ist eben Ende Gelände. Und frag mal jeden Bergsteiger nach 5.000, 6.000 Metern, wird es sehr dünn mit der Luft. Das heißt also, wir wissen das eigentlich, aber wir verdrängen das. Und deswegen habe ich eben nicht nur die Fakten zusammengetragen, sondern ich erzähle ganz persönliche Geschichten von Begegnungen. Ich habe ein tolles Grafiker-Duo, auch aus Frankfurt gehabt, dem möchte ich auch an dieser Stelle mal riesen Dankeschön sagen. Nämlich Dirk von Manteuffel und Danny Munro. Die haben einen super Job gemacht, nämlich all diese doch ziemlich wichtigen, aber auch nicht ganz leichten Themen so zu illustrieren, dass man beim Durchblättern richtig Lust hat. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die haben sich echt tolle Sachen ausgedacht. Zum Beispiel gibt es ja diesen Farbverlauf von Blau zu Rot, der anzeigt, dass es wärmer wird. Und das haben sie auf jeder Seite so ein ganz, ganz mini bisschen diese Farbe verändert, sodass, wenn du durchblätterst, du tatsächlich diesen Farbverlauf im Buchrücken hast. Und das ist deswegen, wenn ich Bücher mache, dann will ich die auch so sinnlich und so schön machen, dass man auch Lust hat, da drin zu blättern und sich nicht so erschlagen fühlt. Ja, es ist auch oft lustig, zum Beispiel, wenn es um Nachhaltigkeit geht, weil du als Dritter von 4 Kindern, du hast da immer die Abgelegten, ja. Also du warst schon immer Secondhand. Ich hatte keine Wahl. Ich bin ja in Frankfurt geboren, weißt du das eigentlich? Ja klar, du bist in Neu-Isenburg geboren, ein echter Hesse. Und das ist auch das Schöne, dass wir im Buch sehr viel Persönliches von dir erfahren. Ich habe auch ein kleines berührendes Stück geschrieben über meinen Vater. Der hat über seine ganze Lebenszeit weniger CO2 verursacht als seine Enkel mit 15, ja? Und ja. Der Punkt ist der, dass ich habe die Geschichte genannt, der nachhaltigste Turnschuh der Welt. Im Moment überbieten sich ja die Sportartikelhersteller darin, dass sie sagen, oh, hier in unserem ist auch noch ein Stück Mülltüte aus dem Meer drin und deswegen müsst ihr den jetzt auch noch kaufen, weil der so wundernachhaltig ist. Ja? Natürlich sollte man Plastik recyceln, keine Frage, aber der nachhaltigste Turnschuh, den du haben kannst, ist der, den du schon hast. Also wenn du einen hast, der funktioniert, dann behalt ihn und kauft er nicht noch 2 und 3 und 4. Das ist ja auch der Punkt mit den Autos. Natürlich ist E-Mobilität für Leute auf dem Land wichtig. Aber in der Stadt ist es nicht so schick von dem einen Verbrenner auf ein E-Mobil, sondern guck mal, ob du es mit dem Lastenfahrrad hinkriegst. Ich habe jetzt so ein Lastenrad, ich mache ganz viele Einkäufe, auch mit Wasserkisten und Bierkisten, wo man denkt, das kriege ich nicht aufs normale Rad. Das packst du vorne in die Kiste und du bist ohne Parkplatzsorgen schnell rein, schnell raus. Das ist doch kein Verzicht. Nein, das ist eher viel besser. Es ist, also man muss eher, im Grunde ist das, du bist viel schneller wieder zu Hause. Gut, es kommt drauf an, wo man wohnt, ne? Aber es gibt tolle neue Möglichkeiten. Also ja, dieses Lastenrad ist super, ja. Es darf halt nicht immer regnen, aber auch das ist für die Umwelt, kann man ruhig mal hinnehmen. Ja, das Problem, dass zu wenig regnet. Die Dürre, 2020 war das dürrste Jahr, ja. Ja, aber das ist auch allein mit dem Wald, du hast ja auch Peter Wohleben getroffen und so, ja, ich finde das auch wieder diese Bäume, ja, diese, und was machen wir im letzten Jahr? Viele gehen spazieren und haben sich vielleicht auch mal angeschaut, wie der Wald ausschaut, aber immer noch ist es doch, es tut in der Seele gut, in den Wald zu gehen, ja, und wie wichtig Bäume sind, einfach nochmal wie in der Schule, wir haben es alle gelernt, Bäume machen aus schlechter Luft, also ich sag's jetzt mal ganz naiv, du bist jetzt Informierte, aber die machen aus CO2, die machen gute Luft. Ja, also die im Moment ist ja auch Bäume pflanzen irgendwie total angesagt und ist ja auch wichtig, ist ja richtig, dass wir darauf hinweisen, aber bis so ein Baum groß ist und wirklich nennenswerte Mengen CO2 bindet, ist ja der Kipppunkt, auf den wir zusteuern, schon gewesen. Das heißt, Bäume pflanzen ist nicht
ist nicht der große Gamechanger, aber erstmal die Bäume, die da sind, wie du sagst, anbeten und vor allen Dingen erhalten, das ist total wichtig. Und deswegen ist es auch so abstrus, wenn du mit deinen Töchtern über Ernährung diskutierst, wie die Dinge zusammenhängen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass wir ein Problem haben, sagen, mit Stoffkreisläufen, mit Phosphat, mit Stickstoff und eben vor allen Dingen auch mit dem CO2. Beispiel. Wenn du eine Kuh hast, die auf der Weide ihr Gras isst und ein bisschen hinten raus pupst und Gülle macht, ist es ja alles okay. Mhm. Wenn die aber Kraftfutter kriegt aus anderen Ländern, dann entsteht ja pro Kalorien, die du hast, eine Menge eben Abgase und eben auch Scheiße, wenn man mal deutlich ist. Und ich habe dann immer so lustige Fantasien, wo ich denke, Mensch, viel mehr Leute würden weniger Fleisch essen, wenn du an der Supermarktkasse für jedes Kilo automatisch so ein 20 Liter Eimer Gülle mit ausgehändigt bekommst. Dann heißt dieses, so, das haben sie mit verursacht, wussten sie nicht, jetzt wissen sie es, gucken sie mal, wo sie es zu Hause lagern, viel Spaß beim Grillen. Ja, also wir sehen ja oft gar nicht, was wir anrichten und das ist ja auch Teil unseres Selbstbetruges, ja. Diese Massentierhaltung, die findet ja außerhalb von den Städten statt, in irgendwelchen Stellen, die gar nicht mehr nach Stall aussehen. Wir töten die Tiere so, wo wir nicht hingucken. Wir haben jetzt in der Corona-Krise gelernt, wie die Bedingungen nicht nur für die Tiere, sondern für die Menschen auch unmenschlich sind. Dann packen wir das irgendwie schön ein, wir frieren es. Das heißt, wenn du es kaufst, hast du überhaupt kein schlechtes Gewissen, weil du denkst nicht daran, dass das mal warm war, dass es mal Augen hatte und eine Mutter. Und ich esse weiter auch Fleisch, aber viel weniger als vorher, bevor ich mich dafür anfing, damit zu beschäftigen. Und das ist halt auch eine Frage, was ist normal? Für meinen Vater war und meine Oma war klar, einmal in der Woche gibt es irgendwie Sonntagsbraten und den Rest gibt es Gemüse und Kartoffeln. Ja, das geht ja auch. Und das ist viel gesünder. Auch aus ärztlicher Sicht. Und da versuche ich ja auch. Ja, das kommt ja noch dazu, ne? Also, dass du ja auch als Arzt dann auch immer wieder uns erzählst. Also, wir werden ja gesünder dadurch noch, ja? Das ist ja auch nicht nur für die Umwelt schlecht, das ist ja auch für unseren Körper schlecht. Ja, das heißt, international nennt sich das One Health oder Planetary Health. Und deswegen heißt meine Stiftung eben gesunde Erde, gesunde Menschen können alle, die neugierig sind, auch mal auf die Homepage. Da stehen dann auch die wichtigsten Quellen für das Buch und so weiter. Und dieser Gedanke, dass wir uns selber schaden, wenn wir weiter so machen wie jetzt, den finde ich wichtig und positiv formuliert. Wir könnten es gesünder haben, wir könnten es schöner haben. Wenn wir mit dem Rad durch die Stadt fahren, dann verbrauche ich meine kleinen Fettpolsterchen und ich habe keinen gefährlichen Ausstoß. Und ich bin unterm Strich gesünder und alle um mich herum eben auch. Salopp gesagt, ich atme lieber die Abgase von 10 Radfahrern ein als von einem SUV. Und das heißt einfach, wir müssen A, an uns denken. Wir müssen nicht immer so abstrakt die Umwelt oder den Panda oder das Klima retten. Nee, wir müssen uns retten. Und wenn wir ganz egoistisch unsere Gesundheit nach vorne stellen, dann sind wir automatisch Umweltschützer und Klimaschützer, weil das eben zusammenhängt. Und damit kommt es dann auch raus aus einer verdrucksten 80er Jahre linke Öko-Ecke und es kommt in die Mitte der Gesellschaft. Und das passiert ja auch gerade. Also für deine Töchter und die nächsten Generationen hat ja das Bundesverfassungsgericht gerade entschieden, wir können nicht weiter die Verantwortung für die Reduktion von Treibhausgasen einfach der nächsten Generation aufs Auge drücken. Wir müssen jetzt anfangen. Das ist doch sensationell. Das ist unglaublich und das ist mir schon vor einer gewissen Zeit bewusst geworden, dass Juristen eine ganz wichtige eine Rolle in der Gesellschaft bekommen. Und du hattest ja auch immer so ein bisschen deine Vorurteile. Aber es gibt so tolle Juristen, die eine menschliche den Beruf wählen, weil sie an die Menschen glauben, an Gerechtigkeit, an Nachhaltigkeit. Also die haben eine, man sieht es an dem Urteil, also wir können froh sein, dass es einige Juristen gibt, die es gibt in Deutschland. Ich muss dir eine kleine Anekdote erzählen. Weil das Material, was ich gesichtet habe und die Leute, die ich getroffen habe und die Studien dazu, das ist ja unendlich. Und dann hatte ich auch viel zu viele Seiten geschrieben im ersten Entwurf. Und dann hat die Verlegerin gesagt, noch mehr Seiten als die Seiten, die es jetzt, oh Gott. Genau. Wie viele Jahre, nur mal ganz kurz, wie viele Jahre hast du an dem Buch gearbeitet? Ja, unterm Strich eigentlich hat mich das 3 Jahre sozusagen beschäftigt und natürlich nicht Vollzeit. Ich war ja eigentlich auch auf Tour, bis Corona kam und mache noch meine Fernsehsendung. Aber unterm Strich hat es wirklich, habe ich mich selber gewundert, was da über die Zeit zusammenkam. Und
Dann sagt die Verlegerin und die Lektorat, nee, das ist zu viel, Eckart, damit erschlägst du die Leute. Was muss denn raus? Ja, beschränke dich auf die Gesundheitsdinge. Und ich habe ja die Kapitel so gemacht, dass ich sagte, was müssen alle Menschen? Alle müssen atmen. Also heißt ein Kapitel einatmen und ausatmen. Und dann geht es dann um das, was damit zusammenhängt. Oder Wasser trinken, Wasser lassen, essen und verdauen, hin und weg. Also wir müssen uns bewegen und so weiter. Also ganz, ganz basic habe ich sozusagen die Kapitel durchdekliniert anhand des menschlichen Körpers, weil jeder einen hat und hoffentlich auch noch eine Seele und ich mich als Arzt natürlich damit auch am besten auskenne. Und dann habe ich mich eben in den letzten drei Kapiteln auch auf ein Terrain gewagt, wo ich natürlich nicht der Experte bin, aber als Medienmensch habe ich natürlich über Kommunikation gesprochen, welche Bilder brauchen wir, wie überzeugt man Leute und so weiter. Und dann ging es eben auch um die Frage, soll es ein extra Kapitel geben für diese juristischen Auseinandersetzungen? Und dann sagten alle um mich herum, nee, Eckart, das ist zu abstrakt, das interessiert keinen. Und an dem Tag, wo mein Buch das erste Mal mir gedruckt in der Hand kam, des Bundesverfassungsgerichts, also oh nein! Ich sagte Halleluja, und da haben alle sehr gelacht, sagten, Eckart, du hattest recht, du hattest einen richtigen Riecher, das ist ein großer Hebel. Und dann habe ich zu abstrakt. Ausgerechnet die Anwältin, die das durchgeboxt hat, die hatte ich auch im Buch porträtiert und die hatte ich getroffen, die habe ich angerufen, der gratuliert. Und also das sind so die kleinen Geschichten drumherum, die mir gerade sozusagen auch ein Lächeln auf die Lippen bringen und auch das Gefühl, dass jetzt viel mehr möglich ist als noch vor 3 Jahren. Aber was halt wirklich dramatisch ist, also wir sind die Generation, das hast du ja auch gesagt, das finde ich auch, also wir haben eine Wahnsinnsverantwortung, wir sind die Generation, die entscheidet, wie andere, wie die folgenden Generationen, also unsere Enkelkinder, Urenkelkinder, wie die leben werden. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das heißt ja nicht, dass 2030 die Welt untergeht, das sage ich ja auch keine Sekunde, aber es kommen tatsächlich Entwicklungen entgangen, das muss man sich so vorstellen, wie so ein Dominosteine-Effekt, die dann nicht mehr zu bremsen sind. Also Beispiel, ich habe die Antje Boetius interviewt, die war auf diesem Solarstern, auf dieser Arktis-Expedition. Die haben gesagt, wir fahren da inzwischen sozusagen wie Butter durch dieses Eis, das ist nicht mehr ewig, das Eis, wir haben da immer gedacht, das bleibt. Nee, das wird 2030 sehr wahrscheinlich schon eisfreie Arktis geben, das ist der Vollkatastrophe. Wir haben den Amazonas, ich habe mit Sven Plöger gesprochen, ja. Warum heißt es Regenwald? Der Regen kommt nicht von irgendwo, sondern der Regen entsteht, weil diese Wälder eben ganz viele Blätter haben und verdunsten. Das ist praktisch ein Kreislauf. Mhm. Wenn du diese Bäume abfällst, da ist ja kein Regen mehr. Dann wird das plötzlich eben nicht mehr regnen, sondern wird furztrocken. Und dann kannst du eben auch nicht mehr unendlich viel Soja und Mais für deutsche Massentierhaltung da anbauen. Ja? Also das heißt, wir zerstören gerade ganz, ganz viele Dinge, von denen wir noch nicht mal kapiert haben, wie die zusammenhängen. Und ich finde so ein gutes Beispiel, ich mag dieses Wort, das Netz des Lebens. Ja? Und das ist eben, wenn du durch den Wald läufst, solange da kein Mensch ist, macht der Wald ja keinen Dreck, der macht ja keinen Müll. Ja? Alles, was da passiert, ist im Kreislauf. Und ich habe da mit Peter Wohlleben auch ein Foto im Buch, wo wir auf dem Boden liegen, zu der Wurzel von einem Baum. Ja. Und ich sage zu Peter, wenn wir lange genug jetzt hier liegen bleiben, dann werden wir wieder von dem Baum aufgesogen. Ja, also dann stirbt man irgendwann, dann zersetzt sich dein Körper und alles fließt zurück zur Natur. Und wir müssen viel mehr begreifen, wir sind abhängig von der Erde, die Erde nicht von uns. Und deswegen auch immer wieder dieser Grundgedanke, wir müssen das nicht aus Mitleid oder aus Altruismus tun oder weil wir so gute Menschen sind. Wir müssen das tun, weil es jetzt dran ist und weil alles andere unendlich bescheuert wäre und uns auch echt leid tun wird. Weil je länger wir zögern, desto schwerer wird es noch, diese Kipppunkte zu verhindern. Ich glaube, es war so ein Bild, die Natur, also so wie wir die Welt sehen, der Mensch, wie er die Natur genau. Sieht, ist auch so, das sind manchmal so auffällige Bilder und wie die Natur sieht, ja, und wir denken immer, wir sind der Mittelpunkt von allem, dabei kann die Natur sehr gut ohne uns, die braucht uns nicht. Hat es schon ein paar Milliarden Jahre ohne uns gut gehabt, ja. Ja, es ginge vielleicht sogar besser in mancher Hinsicht, ja. Also, aber es ist verrückt und wir denken, wir sind mittendrin und dann die Natur, aber wir sind nur ein kleiner Teil und da versteht man dann auch wieder, was Dirk Steffens immer sagt, der war auch mal bei mir zu Gast, eben diese, dass die Arten aussterben. Also das betrifft uns. Wir sind ja auch eine Art. Nee, Dirk Steffens macht auch einen ganz, ganz wichtigen Job. Der hat ja
wie ich auch eine Stiftung gegründet, der nutzt da im ZDF die Kanäle und ich versuche das eben auch im Öffentlich-Rechtlichen oder bei RTL und wo auch immer, den Leuten klarzumachen, das ist jetzt keine Außenseitergeschichte mehr. Und dieses Artensterben ist eine Weile abstrakt gewesen. Deswegen habe ich einen Satz, den habe ich gestern erst von einer Tierärztin gehört, den finde ich so wunderbar, ich sage ihn dir. Der Schellenhuber, der Klimawissenschaftler, sagte, wir verbrennen das Buch des Lebens, bevor wir es gelesen und verstanden haben. Und das ist jede Art, die wir ausrotten, die kommt ja nie mehr zurück. Das heißt, da steckt die ganze Erfahrung von Millionen Jahren Evolution, die ganze Kreativität, alles Versuch und Irrtum und Selektion und Mutation und Überlebenskunst steckt da drin. Und wenn sozusagen die Klimakrise das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben die Demenz von unserer Mutter Erde, weil sie praktisch das verliert, ihr Gedächtnis, das, was sie herausgefunden hat. Mutter Erde ist auch so ein wunderschöner Begriff, wie du sie bezeichnest. Also wenn wir die Erde als Menschen sehen würden, und du hast ja eben schon gesagt, und sie hat Fieber, ja, also da würden wir uns doch, also es ist ja auch so, sie hat ja Fieber, wir würden uns um sie kümmern, dass es ihr besser geht, wir würden alles tun, um zu versuchen, ja, dass das Fieber sinkt, aber das andere ist leider immer noch so eine kleine Spur zu weit weg. Ja, also dieses Bild von der Mutter Erde, das klingt ja erstmal so esoterisch und so nach irgendwie Räucherstäbchen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wir begreifen, wir sind tatsächlich ihre Kinder. Und alles, woraus wir bestehen, sind sozusagen Bestandteile von unserer Umgebung. Und die Metapher, wenn irgendein Kollege sagt, übernimmst du meine Schicht, meine Mutter ist krank, die ist auf der Intensivstation, da versteht jeder, dass dann alles andere unwichtig ist. Und warum nehmen wir nicht sozusagen die gleiche Dringlichkeit, diese gleiche Priorität jetzt in die Hand, wenn wir sagen, das stirbt nicht nur unsere Mutter, sondern wir sterben mit ihr. Und das ist, ich möchte auch nicht immer irgendwie mit Weltuntergang wedeln, aber wir sind echt in einer beschissenen Lage. Und das, glaube ich, eben auch war ein Versäumnis der letzten Regierung, dass zwar viel über Klima geredet wurde, aber es wurde nicht einmal vorne weggesagt, Leute, wir haben ein echtes Problem. Das hat ja bei Corona gut geklappt, dass die Kanzlerin sich erstmal hingestellt hat und sagte, Leute, es ist ernst. Und dann hat man verstanden, okay, wenn es ernst ist, dann brauchen wir auch ernste Maßnahmen. Und diese Klarheit, die wünsche ich mir so sehr, dass die Politiker auch weltweit sagen, Leute, wir haben nur noch wirklich wenige Jahre, wir müssen umdenken. Das ist, Sven Plöger hat einen tollen Vergleich, der sagt, wenn ein Asteroid auf die Erde zufliegen würde und klar ist, der haut jetzt in 10 Jahren hier rein, dann würden wir alle Ingenieure darauf ansetzen, okay, wie kriegen wir dieses Ding noch vorher irgendwie gesprengt mit einer Rakete oder was auch immer, was man sich da einfällt. Ja. Da würde jeder verstehen, dass wir uns darauf konzentrieren. Wenn dieser Asteroid, der Weltuntergang aber sozusagen in Zeitlupe fällt, dann denken wir, ach, dann gehe ich noch mal kurz shoppen in New York. Wer weiß, wie lange das noch geht. Genau, es wird ja dann irgendwie eher. Ja, es ist ja, aber das ist ein gutes Bild. Das Tolle ist ja, das ist wieder das Tolle an der Menschheit, an der Wissenschaft, weil jetzt bei Corona, was bei dem ganzen Lamentieren ja dann auch wieder mal vergessen hat, wir haben nicht nur einen, sondern wir haben viele Impfstoffe. Also wenn wir alle Kräfte bündeln, dann können wir als Menschheit unglaublich viel erreichen. Das stimmt, ja. Also das ist toll, dass du das so auf den Punkt bringst, weil manche sagen, oh, das ging mir zu schnell. Ich will ja lieber noch 2 Jahre warten, ob was da passiert. Nee, es ging deswegen schnell, weil wir uns wirklich darauf konzentriert haben, weil wir da Geld reingepackt haben, weil ganz, ganz viele Leute international da Vorarbeit geleistet hatten. Und weil die Behörden auch viel, viel zackiger waren. Aber da wurde nicht geschludert und gesagt, ja, komm, 2 Augen zugedrückt. Nee, das ist alles sauber zugelassen und da bin ich total dankbar für. Und genau, aber in diesem Spirit bräuchten wir jetzt eine Kooperation weltweit. Und Gott sei Dank ist der Trump weg. Also ich sollte ursprünglich das Buch veröffentlichen vor dem Weihnachtsgeschäft sozusagen. Und dann sagte ich, nee, ich will noch wissen, ob das gut ausgeht mit der US-Wahl. Weil dieser Mann hat weltweit wirklich den ganzen Prozess für 4 Jahre derartig geschädigt. Wenn der nochmal an die Regierung gekommen wäre, und es hat ja nicht viel gefehlt, ja. Es wäre möglich gewesen, ja. Was das bedeutet hätte, also da haben wir echt Glück gehabt mal. Ja, also deswegen, es tut sich gerade viel.
Und deswegen denke ich eben auch, haben die Ärzte, also ich war jetzt gerade in Wiesbaden, das ist ja auch Sendegebiet, beim Ärztekongress, die Internisten haben sich getroffen und da gab es eine tolle Pressekonferenz mit dem Chef vom Robert-Koch-Institut, der Lothar Wieler, der ist ja eigentlich Tierarzt von Hause aus. Und der kennt natürlich auch diese Idee von den Zoonosen, von One Health, von der Klimakrise als Gesundheitsgefahr. Da war der Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt war dabei, der Sebastian Schellung, der Chef der Internisten und eine Medizinethikerin, eine ganz fitte Frau aus Augsburg und so. Und alle haben sagen, ihren Teil dazu beigetragen, dass das zentrale Thema vom Kongress wurde. Und das war vor 2-3 Jahren, wäre das noch undenkbar gewesen. Ja, da hätte man gesagt, nee, wir reden lieber über, wie können wir noch den 5. Beta-Blocker bei Hochdruck irgendwie optimieren. Ja, und ganz viel von der Grundlagenforschung wird halt einfach objektiv total egal, wenn wir dieses dicke Brett nicht gewuppt kriegen. Ein Freund von mir ist auch in Frankfurt, den grüße ich auch, der Joachim Curtius. Das ist einer der wirklich besten weltweiten Klimaforscher und Atmosphärenchemiker. Und der hat dann zum Beispiel auch umgesattelt in der Corona-Krise, hat gesagt, ich kenne mich aus mit kleinsten Teilchen in der Atmosphäre, wir untersuchen jetzt mal Schulräume. Und der war einer derjenigen, der sagte, Mensch, die Aerosole in den Klassenzimmern, wie können wir die Kinder da schützen und dann mit dem Luftfilter und so weiter. Toll. Also ganz viel Kreativität ist auch möglich, ja. Und das ist auch, du hast ja eingangs auch gefragt, Mensch, was macht das mit mir eigentlich, dass ich jetzt nicht mehr nur sozusagen der lustige Doktor bin von nebenan, der ich lange sozusagen war und auch gerne war, aber ich bin nicht mehr auf dem Stand von die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Das war vor 10 Jahren war das, was ich sozusagen in die Welt bringen wollte und konnte. Aber die Welt ist nicht mehr so wie vor 10 Jahren und ich bin es halt auch nicht so. Und dann gibt es natürlich ein paar Leute, die sagen, ach, der Hirschhausen ist jetzt auf dem nächsten Modethema drauf. Nee, das ist kein Modethema, das geht auch nicht mehr weg. Das wird noch schlimmer. Und deswegen werden die Leute hoffentlich auch verstehen, dass ich, weil ich sozusagen die Welt aus der Sicht der Medizin anschaue, genau zu diesem Thema auch nicht mehr länger die Klappe halten kann, auch wenn es nicht alle hören wollen. Ja, aber das Gute ist halt, dass du es, ich meine, du kannst es vermitteln, du bist beliebt in der Öffentlichkeit, du bist sehr bekannt und das hast du, das sprichst du ja auch an. Also Informationen verbreiten, das fand ich zum Beispiel auch richtig spannend, das zu lesen. Also dass jemand, der sich nicht so viele Gedanken macht, weil viel passiert ja auch in Talkshows, der kann manchmal sehr überzeugend wirken. Das fand ich ganz schlimm, aber es ist natürlich so, weil der sich gar nicht so Gedanken macht, dass es vielleicht auch anders sein kann, was ja Teil der Wissenschaft ist und wirkt dann mit vielleicht abstrusen Thesen sehr glaubwürdig und sitzt da und die Leute glauben ihm. Und du brauchst natürlich Menschen wie dich, es gibt, du hast ja ein paar genannt, ob das Lesch ist, ob das Wohlleben ist, die einfach diese Dinge auch auf gute Art erzählen können. Ja, das ist total wichtig, das haben wir auch bei Corona gesehen, dass die Möglichkeiten im Internet jeden Bullshit millionenfach zu klicken, das ist echt eine Gefahr. Und es gibt auch noch kein gutes Gegenmittel sozusagen dagegen, außer eben den Leuten zu sagen, überlegt euch, was ihr teilt, überlegt euch, was ihr weitergebt. Und hoffentlich wisst ihr, auf welchen Seiten ihr relevante Informationen findet. Aber das muss auch in die nächste Generation. Bei deinen Töchtern, die haben da wahrscheinlich auch ihre super Influencer, denen sie folgen und YouTube-Stars. Da verwischen ja auch die Grenzen von Inhalt und Werbung auch immer mehr. Und deswegen ist die große Frage eben auch, haben wir in dieser Pandemie auch gelernt, wie wichtig Wissenschaft ist, wie wichtig klare Kommunikation ist, weil das werden wir alles nach vorne raus brauchen. Und das geht auch durch alle demokratischen Parteien. Die einzigen, die sich mit der Klimafrage immer noch wirklich total daneben verhalten, ist die AfD. Kann man an der Seite auch mal kurz mal sagen. Sie sagt ja immer noch, es gibt keine Klimakrise. Ja. Ich glaube, das ist so der aktuelle Stand. Ja, die wollen sich natürlich sozusagen die Verunsicherung in der Bevölkerung zunutze machen. Und natürlich ist es erstmal auch schwer einzusehen, dass wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Und dass das natürlich auch soziale Fragen mit sich bringt. Wer hat uns das eingebracht? Wer bezahlt das? Wie? Aber im globalen Vergleich sind wir in Deutschland, schauen wir ja immer gerne, ja, die bösen Chinesen, die sollen doch erstmal anfangen und wir in Deutschland sind da sowieso nur 2% der Emissionen, ja, aber wir sind auch nur 1% der Weltbevölkerung. Also wir machen schon mal doppelt so viel falsch wie andere. Genau, also, das muss man dazu sagen. Und um positiv zu argumentieren,
Die Solartechnik wurde in Deutschland mitentwickelt und vorangebracht. Und jetzt haben 100 Millionen Chinesen da Arbeitsplätze und wir nicht mehr. Also wir sind ganz schön doof, unseren Vorsprung auch in erneuerbaren Energien einfach nicht weiter ausgebaut zu haben. Und auch das ist eine Frage von politischem Willen. Die Technik ist da, Solarpanels sind viel, viel günstiger als Kohleverstromung, wenn man die nicht einfach weiter subventionieren würde wie vor 50 Jahren. Also da werde ich eben auch ungeduldig und ich werde auch politischer, weil ich denke, das kannst du nicht alleine, wenn du Ökostrom beziehst, lösen. Das kannst du auch nicht alleine lösen, indem du die Plastiktüte weglässt, sondern das sind Themen, wo wir einfach auch jeder an seiner Stelle sagen müssen, ich will das nicht mehr so. Das geht anders und wir wollen das gemeinsam anders machen. Und wir leben ja in der Demokratie, also das ist auch dein Appell irgendwo, wir müssen politischer werden, also wir müssen einfach die Möglichkeiten, die wir alle haben, versuchen zu nutzen, denn es geht ja um unsere Zukunft und ich glaube, man muss den Menschen auch die Angst nehmen, weil viele, wir alle haben ja so ein bisschen Angst vor Veränderung, aber wie du sagst, wenn ich mit dem Fahrrad einkaufen gehe, mit dem Lastenfahrrad oder andere, es muss ja nicht schlechter werden, im Gegenteil, es kann sogar viel besser werden, weil im Moment ist es ja so, dass die Menschen, die ärmer sind, die Schwächeren in der Gesellschaft, die leiden ja am allermeisten. Die leiden am allermeisten unter Corona und die leiden auch am allermeisten dann unter Klimakatastrophen. Ja, das sind die Menschen, die eben nicht einen Balkon haben oder einen Garten oder ein Schwimmbad in der Nähe oder einen Wald. Und deswegen, das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist wichtig, dass wir das natürlich auch sozial verträglich machen. Wenn wir zum Beispiel einen relevanten CO2-Preis endlich hätten, wofür ich sehr bin. Also sprich, die Leute, die Luft am meisten verdrecken, sollen auch am meisten dafür zahlen. Dann kann man das, wie in anderen Ländern üblich, auch so sozial umverteilen, dass die Leute, die wenig verbrauchen, dann am Ende auch noch Geld rauskriegen. Und dann sind alle happy. Ja, also es gibt diese Ideen alle. Und ich glaube eben, die Politik hat lange unterschätzt, dass die meisten von uns schon kapiert haben, dass wir uns verändern müssen und auch bereit sind. Und ganz ehrlich, in den meisten Fällen ist man, wenn sich was verändert hat, auch nach ein paar Wochen total bereit, das zu akzeptieren. Ach, das ist jetzt so. Ja, Beispiel mit den Masken oder Beispiel Rauchen in Kneipen. Was war das für ein Diskurs? Ein Aufruhr, ja. Es wird alle Restaurants werden schließen müssen, wenn man da nicht mehr rauchen darf. Das ist alles nicht eingetreten. Und heute sagen selbst Raucher. Ja, wie schön ist es jetzt? Lass uns mal kurz vor die Tür gehen, dann kommen wir wieder rein. Ja, und das ist ja jetzt auch nicht ganz neu, aber daran sind zwei Dinge interessant. Das eine ist, dass die Mechanik, mit der auch Leute, die weiter Tabakprodukte verkaufen wollten, Wissenschaftler diskreditiert haben und denen sozusagen Stöcke zwischen die Beine geworfen haben, das ist genau die gleiche Methode, mit der sie auch Klimawissenschaftler verunglimpft haben. Also da kann man lernen, historisch, es gibt einen tollen Film, der heißt Händler des Zweifels, so habe ich auch das Kapitel in dem Buch genannt, weil es natürlich auch Gegenkräfte gibt, die sagen, nö, komm, wir verdienen noch eine Weile mit, wir wissen, auf Dauer kommen wir damit nicht durch, aber wir streuen den Leuten mal ein bisschen Sand in die Augen und dann geht's noch eine Weile. Und das ist bei den Zigaretten so gewesen und ich denke eben auch die Jugendlichen, die rauchen heute schon viel weniger als früher. Manchmal denke ich zum Spaß, es liegt an den Handys, weil wenn die eine Zigarette anzünden müssen, müssen die das Handy aus der Hand legen. Das kriegen die nicht hin. Wer weiß. Aber die das kann natürlich sein. Nein, aber ich glaube, das ist nicht mehr so gut. Nee, es ist genau, das ist ein gutes Beispiel, wie sich soziale Normen verändern. Früher in meinen Jahrgängen waren es die Coolen, die geraucht haben. Heute ist es nicht mehr cool. Und so verändert eben auch das, was andere um uns herum machen, uns. Weißt du, wenn alle um dich herum im Restaurant was Vegetarisches bestellen und dann kommst du nicht drauf, damit zu prahlen, dass du jetzt das fetteste Steak hast. Und, ja, und man muss halt auch jetzt wirklich sagen, Fleisch essen ist auch nicht mehr so cool, habe ich den Eindruck. Ja, zu Recht. ist natürlich, gerade wenn man da, nein, es ist, ja, es ist, ja, es ist weder für die Gesundheit cool, noch für die CO2, für den Klimawandel, und für die Massentierhaltung, was man nicht so sehen will, es ist nicht cool. Ja, und da denke ich eben auch, Menschen können sich verändern und oft geht es ihnen danach besser, zum Beispiel in Dänemark, in Kopenhagen. Da gibt es in den Schulen, in den Kantinen, in den Mensen von den Studierenden, in allen Behörden, gibt es fleischfreies Essen und 80% Bio. Ja?
Und das ist einfach normal. Und wenn du gerne Fleisch isst, dann sollst du eben abends, kannst du deine eigene Mahlzeit machen, wie du willst. Schreibt dir ja keiner was vor. Aber wir könnten sozusagen diesen Riesenhebel nutzen in den Krankenhäusern. Ich meine, dieser Fraß, den du da kriegst, da kalkulieren die Verwaltungshainis da mit irgendwie 2-3 Euro am Tag. Da gibt es halt immer nur, auch wie im Altenheim, Kartoffelbrei. Und das kommt den Leuten aus den Ohren raus. Und da was Frisches anzubieten, was gesund ist für die Mitbewohner und die Mitarbeiter genauso, das kann man doch einfach vorschreiben. Und da denke ich eben auch, sowas regelt eben nicht der Markt. Der Markt regelt es nur, wenn die Sachen ehrliche Preise haben und wenn jemand auch sieht, was da an einer anderen Stelle für Kosten entstehen. Und so gesehen hörst du heute von mir Dinge, die ich vielleicht... Ja, aber ich fand es auch toll, also es gibt so einen Satz im Buch, dass ja diese ganze Friday for Future Bewegung, also es war ja nicht nur Jane Goodall, die dann die dich bewogen hat, ne, dieser eine Satz, diese eine Frage, die sie dir gestellt hat, sondern auch die Bewegung, die hat dich auch erstmal in so eine Art Midlife-Crisis gestürzt, weil ja, die haben dich beeindruckt, aber es hat was mit dir gemacht. Ja, ich habe über eine Frau, mit der ich zur Schule gegangen bin, überhaupt erst davon erfahren. Ich hatte das überhaupt nicht mitgekriegt. Und sie sagte, Mensch, der Bulli Herbig, der hat neulich bei Fridays for Future letzte Woche gesprochen. Willst du dich das, guck dir das mal an, vielleicht hast du ja Lust. Und hier ist der Kontakt von einer Luisa Neubauer. Und ich dachte, wer ist das denn? Noch nie gehört. Ja? Ja. Und das war halt... Lange her. Das ist halt wirklich der Anfang gewesen. Und dann, mein Bruder ist Professor für Energiewirtschaft und der kennt sich bestens aus mit Kohlebepreisung und warum Atomenergie eben auch nicht die Lösung ist und so weiter. Und dann dachte ich, na hier diese Luisa, der kann es ja nicht schaden, sich mal ein bisschen schlau zu machen. Ich lade die mal ein zu meinem Bruder zum Abendessen und dann hatte die noch jemanden dabei. Und an dem Abend fiel mir eben die Kinnlade runter, weil die hatte ja alle Themen drauf, ja, der musstest du nichts erklären. Und das ist halt sozusagen das Spannende, dass viele junge Leute heute, auch SchülerInnen, sind besser informiert als ihre eigenen Lehrer, ja. Also es ist nicht mehr so, dass wir sozusagen immer nur sagen, je älter du wirst, desto schlauer bist du, sondern junge Menschen stellen manchmal Dinge viel, viel stärker in Frage und stellen natürlich auch uns in Frage. Und deswegen hatte ich natürlich auch diese kleine Midlife-Crisis, dachte, bin ich jetzt das, was die immer alter weißer Mann nennen? Bin ich Teil des Problems oder Teil der Lösung? Und natürlich, ich bin ja auch kein Deut besser als andere. Ich bin sehr, sehr sparsam aufgewachsen. Dann hatte ich auch Erfolg, auch mit den vorherigen Büchern. Natürlich, je mehr Möglichkeiten du hast, desto verlockender ist es auch, ganz, ganz viel zu konsumieren. Und das geht mir ja selber auch so, dass ich gar nicht sagen will, du musst erst bei dir total alles optimiert haben und dann erst darfst du dich dazu äußern. Die Zeit haben wir gar nicht und du kommst in Deutschland ja auch mit allem Ach und Krach auch nicht sozusagen selber alleine auf einen nachhaltigen CO2-Abdruck. Das sind politische Dinge. Ja? Ich fahre inzwischen konsequent Bahn. Ich fliege nicht mehr in der Deutsch. Früher bin ich ganz, ganz viel hin und her geflogen und da denke ich inzwischen, das war eigentlich echt nicht besonders fair und schlau, aber es war noch nicht mal wahnsinnig zeitsparend, ja. Und da hatte ich neulich eine sehr lustige Idee. Ich habe einen Umweltpsychologen interviewt. Im ZDF kommt am Pfingstmontag so eine Doku. Und da habe ich den interviewt, dachte, der glaubt an dieses Nudging. Kennst du das Wort? Ja, ja, klar. Dass man so Menschen nicht manipuliert oder auch nicht zwingt, aber ihnen die gesunde Entscheidung leichter macht. Ein schönes Beispiel ist, positives Manipulieren. Ja, aber ein gutes Beispiel ist, natürlich ist es besser, sich selber zu bewegen, als einen Fahrstuhl zu nehmen, wenn du nur 3 Treppen hast, ja. Dann kannst du den Fahrstuhl zum Beispiel einen Tick langsamer machen. Wenn du gerade 3 Kisten hast, dann nimmst du den Fahrstuhl und wenn du aber zu Fuß gehen kannst, dann läufst du halt eher die Treppe, wenn du weißt, mit dem Fahrstuhl brauche ich länger. Ja, und da dachte ich, Mensch, wie geil wäre das, wenn man in Frankfurt Flughafen den Eincheckzeitpunkt 4 Stunden vor den Abflug legt. Ja, und dann musst du warten in einem Raum, da gibt es kein WLAN, kein Handyempfang und auch nichts zu essen. Alle würden Zug fahren. Alle würden Zug fahren in der Deutsch. Ja? Ja, aber es würde keiner das würde keiner der Fluggesellschaften mitmachen. Nein, ist klar, aber ist nur ein Beispiel dafür, weil der Zeitvorteil, den du Leute fliegen
von Düsseldorf nach Frankfurt, ja. Das kannst du mit dem ICE fahren, da bist du echt besser dran. Ja, und da sind wir wieder dabei, dass es im Grunde auch, es ist, das Leben kann viel entspannter dadurch werden, viel schöner. Also es ist ja auch nicht so, manchmal ist es ja auch sehr, sehr hektisch, dieses Fliegen. Gib doch diesen alten Häuptling mit die beiden Wölfe. Kriegst du das hin oder soll ich es einfach ablesen? Das fand ich so schön. Das kann ich erzählen. Okay, dann erzähl das doch nochmal, weil das hat mich, das habe ich noch nie so gehört, das hat mich beeindruckt. Ich habe versucht, in dem Buch verschiedene Facetten von mir zu zeigen. Die ernsten, die lustigen, aber eben auch eine poetische Seite. Und das ist ja auch das, was die Leute erleben, wenn sie bei mir live im Programm sind. Da beende ich diesen Abend immer an einem Lagerfeuer auf der Bühne. Und an der Stelle auch einen Gruß an meine Tour-Crew, die auch in Frankfurt sitzt. Und da erzählt sich die Geschichte von den zwei Wölfen. Die erzählt ein alter Indianerhäuptling am Lagerfeuer seinem Stamm. Und der sagt, es gibt zwei Wölfe in unserem Herzen. Der eine, der will alles für sich, der will Macht, der will mit List und Tücke immer Wolf first. Und der andere Wolf, der will spielen, der will lieben, der will eine gute Zeit haben, der will mit den anderen einfach das Leben teilen und genießen. Und dann gibt es ein kleines Mädchen in der Runde und die sagt, Mensch, Häuptling, mach's nicht so spannend, verrat mir endlich, welcher Wolf gewinnt denn? Und der Häuptling sagt, das kann ich dir sagen, der Wolf, den du fütterst. Schön, ne? Ja. Ja, wir haben die Wahl und wir können das eine oder das andere befördern. Und also deswegen endet das Buch eben auch mit einer poetischen Idee, wie es 2050 schöner sein könnte als heute. Und ich habe auch eine Challenge, die für alle FFH-Hörer dann auch da im Hörbuch oder im Buch oder auch jetzt einfach nachvollziehbar ist. Wenn wir uns klein und machtlos fühlen, dann überleg mal, wer in deinem Umfeld hat ein bisschen mehr Macht als du? Wer könnte was bewegen? Wen bewegst du, der was bewegt? Und mit wem bist du vielleicht zur Schule gegangen, kannst du mal anrufen und sag mal, Mensch, du bist jetzt da und da, an der und der Stelle, du könntest doch was ändern. Oder in der Kirchengemeinde oder in der Schule oder im Journalismus oder bei der Geldanlage. Frankfurt ist voller Leute, die über Milliarden entscheiden. Ja, das macht einen Riesenunterschied, ob wir jetzt in erneuerbare Energien investieren oder weiter in Kohle. Und eine Bank, die diesen Unterschied nicht macht, der würde ich einfach mein Geld abziehen und sagen, ich gehe zu einer anderen Bank. Das kannst du an einem Tag machen. Also jeder von uns hat einen Hebel und kennt noch jemanden, der noch mehr bewegen kann. Das wäre mein Wunsch für heute. Also da haben wir auch was noch zu tun, weil das ist eine tolle Challenge, die wir jetzt einfach mal mitnehmen von diesem Gespräch. Du zeigst wieder mal, der Mensch ist entwicklungsfähig, was toll ist. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß auf deinem Weg. Ja, danke und hoffentlich bald mal wieder. Und wer neugierig ist, kann natürlich auch auf Insta, auf meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen folgen oder auch bei Facebook oder wir bleiben einfach in Kontakt. So ist es, so machen wir das. Ja, bleib gesund, ne? Gleichfalls. Eckart. Ciao. Mach's gut, ne? Es freut mich, dass Sie den Podcast mit Eckart von Hirschhausen gehört haben. Alle Infos zum Buch, Stiftung und weitere wichtige Details finden Sie unter Silvia am Sonntag. Falls Sie den Podcast abonnieren möchten, würde ich mich freuen. Wir können uns natürlich aber auch im Radio hören, jeden Sonntag zwischen 9 und 12.